No work, it's all Milton Dayball. Cause the bankers done took that away. They're probably working on Wall Street this morning, but there's no work at the sawmill today. Well, it all trickles down, that's what Reagan said. It seems like it's trickled away. And that ain't a raindrop falling on my head. No, somebody's been trickling on me. No work, it's all milk today, boys. The bankers done took that away. They're probably working on Wall Street this morning, but there's no work, it's all milk today. Ja, liebe Freunde, ich bin nicht immer auf demselben Berg unterwegs. Gestern war ich hier in diesem schönen Wald und habe da eine schöne Birkenrolle entdeckt, die noch scheint gut zu sein. Die ist allerdings irgendwo ganz da hinten und die ist mir absolut zu schwer, um die zum Auto zu tragen. Ja. Mal gucken, was ich da machen kann. Ich schnitze ja gerne und da sollen halt Tassen draus werden. Gut. Der Öpi muss ich erstmal austoben. Okay, das kann er auch da drin. Da hat er schon schöne Buddelecken entdeckt. Gehen wir mal los. Ich mache die Kamera jetzt erstmal aus und dann dort ein Plätzchen wieder an. Hier ist ziemlich viel Gewühl, also ziemlich viel Gestrüpp, wie man sehen kann. Und ich werde mit dem Stöckchen da drüber steigen müssen. Das heißt, ich kann nicht so frei laufen und filmen, wie ich möchte. Okay, bis gleich. Tja, hier hat der Sturm auch einiges an Holz umgeworfen. Und das ist wahrscheinlich schon etwas länger her. Es liegt da frisches Holz rum. Also durchgesägt worden. Und dann bleibt er zum Vergangenen liegen. Obwohl da oben gleich das Feld ist. Das heißt, man könnte den oder man hätte den problemlos rausholen können. Tja, hier sieht man noch ein paar Nebelkappen. Gestern habe ich noch schöne Frösche gefunden, die habe ich mit heimgenommen. Auch ein bisschen Hallimasch. Aber wir sind ja heute nicht aufs Pilzesuchen aus. Der Üppi hat schon wieder was zum Buddeln gefunden. Okay, weiter geht's. Tja, um Zundermaterial muss ich mir hier auch keine Sorgen machen. Hier liegt so viel Birke rum, das ist einfach unglaublich. Teilweise umgeschnitten, zum Verrotten liegen gelassen. Da hinten irgendwo liegt noch eine große. Ja, da ist er. Die ist ziemlich dick. Also Birkenrinde, Birkenholz. Wenn es noch gut ist, kann man es ja verwenden. Es muss ja nicht wirklich alles verrotten. Auch nicht ganz schlecht, noch recht fest, aber man sieht schon am Rand, dass da einiges reingegammelt ist. In der Mitte ist er noch fest, das ist mir etwas zu schwach. Aber wenn wir jetzt nach hinten schauen, genau da liegt das Stück Holz, was ich gerne hätte und da gehe ich jetzt mal hin. Tja, das ist schon ein ordentliches Bröckchen. Wie man sieht, liegt da auch schon einige Zeit.
wollen wir mal testen, ob der noch brauchbar ist. Frag, ist er wirklich zu schwer? Also so kriege ich den nicht nach Hause. Und der Hund wird größenwahnsinnig. Gut, ich suche mir mal einen Flüpfel und schnitze mir mal ein paar Keile und dann versuche ich den mal aufzuspalten in Viertel und dann so Bröckchen rauszuarbeiten, die ich halt mitnehmen kann. Das wäre Material für wenigstens 6-8 Tassen. Mal sehen, was ich davon verwenden kann. Auf geht's! Tja, ich habe mir als Arbeitsstock erst einmal so ein Birkenstämmchen geholt. Das ist auch schon ziemlich durch. Da sind schon überall Zunderpilze dran. Teilweise in der Größe. Naja, gut. Erstmal die Keile und der Klöpfel. Ich habe da hinten so ein Stück Buche gefunden, das ist noch fest. So denke ich, das als Klöpfel zu nehmen, dann mache ich das schon mal ein bisschen schlanker. Muss ja nicht schön sein, soll halt nur funktionieren. Ich merke gerade, dass das doch schon ein bisschen morsch ist. Hoffentlich hält's. So, jetzt kann man das schon ganz gut umfassen. Hoffentlich hat es genug Zug. Wir werden sehen. Oh, ein violetter Ritterling. Aber der ist leider auch schon zu alt. Also Pilze gibt es noch genug. Wenn man genau schaut, findet man auch noch frische. So. Da werde ich mir noch drei Keile bauen aus dem Zeug hier, von derselben Buche. Wollen wir mal schauen. Ist ja alles nur zum einmaligen Gebrauch. Also muss es nicht schön sein, es muss halt nicht gehen. So, noch zwei Stück davon und dann kann es losgehen. Tja, als erstes muss mal die Rinde runter, damit ich sehe, wo die Spalten dann verlaufen. Und damit beschäftige ich mich gerade. Man sieht aber schon, dass hier schon der Pilz zumindest außen sichtbar ist. Ich hoffe, dass das Holz inwendig noch so weit gut ist, dass man es verwenden kann, sonst war die ganze Arbeit dann für umsonst. Schauen wir mal. An manchen Stellen ist das Holz außen schon weich und an manchen ist es noch hart. Wollen wir mal gucken. So. Jetzt versuche ich den hier in der Mitte kreuzförmig aufzuspalten, dass ich vier Teile erhalte, die ich danach noch ein bisschen weiter bearbeite. Hier ist schon ein kleiner Riss erkennbar, vielleicht kommen wir da weiter. Ja, das Holz ist sehr nass. Der Schnitt von dem Beilchen geht sofort wieder zu. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber wir haben ja Zeit. Ich muss ja nur so viel Raum schaffen, dass ich die Keile einsetzen kann.
Ja, wollen wir mal schauen, ob das klappt, was ich vorhabe. Raucherpause. Was hast du denn jetzt schon wieder? Hundchen. Ich habe es gleich geschafft, aber der Keil bildet jetzt hier mittlerweile einen Wulst und den muss ich erst mal wieder abkloppen. Wie gesagt, die Buche ist auch nicht mehr die beste. Aber jetzt scheint es was zu werden. Tja, würde sagen, sieht doch schon ganz gut aus. So, jetzt werde ich die ganzen Spaß noch vierteln. Da mache ich aber die Kamera aus, weil der Hund beschäftigt mich gerade zu viel. So, geschafft. Jetzt habe ich schon mal die Viertel. Ein Klopfholz hat aufgegeben. Ich musste mir ein zweites bauen. Aber Holz gibt es ja genug. So, was mache ich jetzt weiter? Also es ist immer noch zu groß und zu schwer und zu viel Holz, was ich mitnehmen müsste. Also werde ich das erste Mal teilen. Ich glaube, am besten in zwei Teile. Es ist zwar Verschwendung, aber ich muss ja die Trocknungsrisse vorne und hinten noch einrechnen, wenn ich es nicht gleich verarbeite. Das heißt, ich werde das hier in der Mitte durchsägen. Dann habe ich 8 Teile und dann werde ich das schon grob behauen, dass ich so das in Block zu Hause einspannen kann oder im Wald, um dann die Tassen zu schnitzen. Genau das mache ich jetzt. Wenn mich der Hund lässt. So, liebe Freunde, das wäre nun der fertige Kante. Hier geht ein Ast durch, der hat mir ganz schön Schwierigkeiten gemacht beim Begradigen der Ecken. Ich habe halt die Kanten abgeschlagen und habe die ein bisschen begradigt. Ja, zu Hause muss ich das noch ein bisschen nachbearbeiten, wird das halt alles noch ein bisschen geglättet. Und die Enden werden mit irgendeiner Farbe versiegelt, dass da keine Trocknungsrisse entstehen. Hoffentlich nicht entstehen. Gut. Jetzt mache ich mir noch das Stückchen zurecht.
Aber da müsst ihr ja nicht mehr dabei sein. Wie ich Holz spalte im Wald, wenn ich was finde, habt ihr nun gesehen. Mit einem einfachen kleinen Beil, in dem Fall mit der Grenzfurs. Und ein paar Keile geschnitzt und dann kriegt man auch solche dicken Dinger durch. Es dauert halt alles ein bisschen, ist aber kein Problem. Gut, ja, wer langsam ans Nachhausegehen denken, ich werde das Teil noch fertig machen, die zwei Stückchen einpacken und mit nach Hause nehmen. Den Rest lasse ich vorläufig hier und hole mir dann morgen oder übermorgen nochmal zwei Stückchen. So nach und nach kriege ich das schon raus aus dem Wald. Dann kann das zu Hause, wie gesagt, schön vortrocknen und dann werde ich dann anfangen, über den Winter mal ein paar Tassen zu schnitzen, so ein paar Kuxas. Vielleicht mal als Geschenk von einem Freund. Schauen wir mal. Das Holz ist noch sehr gut, habe ich festgestellt. Also es lohnt sich mit Sicherheit. Okay, tschüss für heute. Bis bald mal wieder, euer Miesegrau. Bleibt gesund, geht raus. Und wer Spaß an der Sache hat, macht's mir einfach mal nach. Tschüss.